So, da sind wir wieder zurück bei World of Warcraft Katzen-LP. Klingt auch voll komisch. Geht an Bord eines Karrens unterhalb des Graumännen-Anwesens. Ist unsere nächste Aufgabe, der wir uns jetzt widmen werden. Schon in der letzten Folge über einen, wie ist das? Cliffhanger oder so. Angekündigt. Also, dass ihr auch wieder einschalten werdet. Hat eh nicht geklappt, weil der jetzt nicht so toll war. Obwohl, wir hatten eine Sequenz. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wieder eingeschaltet habt, weil euch die Sequenz interessiert habt, oder ob ihr die letzte Folge gar nicht gesehen habt, oder weil ihr das LP generell verfolgt oder so. Ja, weiß ich ja nicht. So, und wir sollen unter dem Graumännen Anwesen sollen wir einen Karren finden. Ach so, ja, ich weiß, was das war. Das waren die Dinger hier. Ich glaube, hier kann man nicht drüber springen. So. Das war eine tolle Abkürzung. Findet ihr nicht auch? Ja, so ein Ding hier. Oh, ich habe vergessen, meine Stoppuhr anzumachen. Habe ich mir extra eben gestellt. Allerdings habe ich die Aufnahme dann nochmal kurz beendet, weil ich halt wissen wollte, ob ich dann jetzt über mein Mikrofon oder über mein Headset aufnehme. Da ich das immer noch am selben Tag aufnehme, dem 19. September 2012. Live. Aus Stadt eingeben. Ja, ich sag jetzt wohl kaum meine Stadt. Kann ja so viel verraten, ich lebe in NRW. Ja, und fahre gerne mit so einer Kutsche hier rum. Auch IRL, also in Real Life, soweit ich weiß. So, und wir haben das Königstor entdeckt. Das ist wohl dieses Ding hier. Ja, sollte auch eventuell nicht da runterfallen. Und ich sehe gerade, das Downloaden hier braucht man noch ein bisschen Zeit. Hier, oh, da werden Erinnerungen wach. Hier an der Brücke habe ich mein Wallpaper gemacht. Mit meinem Jäger, als er hier noch gequestet hat. Boah. Das ist jetzt auch bestimmt... Ja, anderthalb Jahre oder so ist es bestimmt schon her. Passt auf! Wir werden angegriffen. Von den Kerlen da oben. Dass sie nicht hinterherrennen, verstehe ich jetzt auch nicht, wenn hier so die Feinde rumkutschieren. Aber naja, okay. So, da werden wir rausgelassen. Und können mit Prinz Lime Graumähne reden. Gucken wir ihm dabei auch ins Gesicht. Vielleicht nicht so direkt. So. Quest beenden. Für mein Volk. Für dein Volk. Okay. Wenn du das so willst. So, Unfallüberlebende sollen wir retten. Dafür gehen wir hier hinten an diesen kleinen See. Heißt es dann überhaupt See? Tümpel ist das ja nicht. Aber wenn das so niedrig das Wasser nur ist, so wie es hier aussieht, und überall die Inseln rausragen, scheint das ja wohl nicht so toll zu sein. So, und Unfallüberlebende rettet man, indem man Sumpfkrokodilisten tötet. Die droppt man dann nämlich, die Überlebenden. So, und dann kämpfen wir die immer gegen die. Boah, das macht schon mächtig Schaden damit. Nö, man rettet die. Ach so, ja, die kämpfen gegen die. Man rettet die, indem man denen halt den Kampf sozusagen abnimmt. So, hier sind gerade richtig viele. Das ist jetzt eher weniger toll. Das ist nicht so tragisch, aber ja. So, würden wir. Ne, nur wenn die gegen die kämpfen, sonst nicht. Sonst kriegen wir da nichts für, wenn wir die umkloppen. Haben wir ja gerade gesehen. Spawnen dann wohl direkt in der Nähe von denen oder so. Ich weiß nicht genau, wie das über die Engine und so programmiert wurde. Sagt man das so? Heißt das so? Ich weiß es gerade nicht. Nicht? So, und zum Finishing Move kommen wir irgendwie gar nicht erst. Ich freue mich ja auch schon auf die ersten Innis und so. Ich werde hier halt nochmal versuchen, möglichst viel zu machen. Und warum verfolgt uns dieses Ding? Und wo ist meine Schildkröte? Wo ist sie? Ja, da ist sie. Flinky. Da ist sie. Das hat sich gerade irgendwie komisch angehört. Ich weiß nicht warum. So. Dann gucken wir mal, wo... Da ist noch einer. Den retten wir noch. Oder hier den. Sie. Retten wir noch. So, und jetzt Finishing Move. Oh, das war jetzt so toll. Okay. Genug eine Heuchlerei. So. Hier, doch, hier ist das Wasser sogar so tief, dass wir als Kätzchen drin schwimmen können. Das wäre doch auch mal lustig. Ich benutze
Als Katze benutze ich auch eine Katze als Haustier. Eine Bombay-Katze. Nee, die ist irgendwie hässlich. So schwarz. Dreifarbige Katze. Die sieht bestimmt interessant aus. Wo bist du, Kätzchen? Da. Die sieht cool aus. Ein Screenshot von machen müssen. So. Boah, wäre ich Partner, könnte ich Thumbnails machen, dann wäre das mein Thumbnail. Also wenn ich, na, ich würde als normaler Partner, also jetzt als Vollzeit-YouTuber, als Nicht-Vollzeit-YouTuber, würde wohl kaum jemand es auf die Reihe bekommen, für jedes Bild ein für jedes Video ein Thumbnail zu machen, wenn er mehr als ein Video pro Tag hochlädt. Wäre auch ein bisschen übertrieben so, und wir müssen hier diese Ogre umhauen. Deswegen suchen wir jetzt hier noch welche, die noch nicht angegriffen werden. Da hinten, den schnappen wir uns. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Oh, wow, wow. So, und den kriegen wir sogar ziemlich gut. Und den hier direkt mit. So, Finishing. Glaube ich, nicht mehr gewirkt. So, da hat er uns noch geholfen. Ist aber sehr nett. Auch wenn er wohl kaum die Absicht dazu hatte. So, und jetzt gehen wir da hoch. Da treffen wir dann auch noch auf ein paar von den Viechern. So, und ich nehme, glaube ich, mal einen anderen Titel nochmal. Ja, aber welchen? Der Noble wohl kaum. Was denn dann? Moment. So, Honig mit Tee getrunken, die Stimme trainiert und so ein Blödsinn. Dann kann es ja weitergehen. Nee, Spaß. Ich musste eben meinem Vater helfen. Unsere Waschmaschine ist kaputt gegangen und auf der Waschmaschine stand halt der Trockner. Und ja, dann mussten wir halt den Trockner in mein Zimmer bringen jetzt. Steht er hier? Voll gestaubt. Naja. Wir waren dabei, einen neuen Titel rauszusuchen. Mir noch keinen ausgedacht, aber Botschafter wäre doch cool. Botschafter Kryko. Vor allem, es gibt ja Kryptologie hieß das, glaube ich. Das hört so ähnlich, hört sich so ähnlich an. Naja. Auf jeden Fall ist das, soweit ich weiß, eine Verschlüsselungsart halt, um halt Sprache zu verschlüsseln. Vor allem halt Text zu verschlüsseln und dann halt unauffällig zu sein. Nee, um halt irgendwie, was weiß ich. Ich habe es mir nicht genau angeguckt. So, auf jeden Fall ist hier Korots Banner und Vorstellen ist angebracht. So, ich habe mich da vorgestellt. Sieht zwar keinen, aber okay. Und den nehmen wir mit. Haben wir den jetzt. So, und dann können wir zurückgehen. Der hat uns nicht entdeckt, oder? Oh, der aber. Der meint's nicht gut mit uns. Was ich nicht so gut finde. Oh, jetzt mein Vater da am Saugen. Naja, sollte jetzt nicht so tragisch sein. Na doch, ist ein bisschen laut, aber naja, hört ja wahrscheinlich gleich wieder auf. Ich kann ja einfach vielleicht mal die Nierencharakteristik nutzen, wenn sie dann funktioniert. Das weiß ich irgendwie nicht so genau, wieso die nicht richtig funktioniert. Ist ein bisschen schade eigentlich. Wäre nämlich ziemlich cool, wenn das irgendwie die Hintergrundgeräusche rausfiltern würde. So habe ich mir das vorgestellt. Allerdings ist das, glaube ich, eher so, dass wenn ich davor rede, dass das dann sozusagen wie bei einer Webcam das fokussiert und den Hintergrund dann halt eher so ein bisschen verschwemmen lassen. Und ich rede hier einfach rein. Oh, wer kommt da? Oh Gott. Wertloser Straßenköter. Ich werde den Befehl erteilen, dass unsere Toiletten mit dem Lumpen, den ihr Banner nennt, gereinigt werden. Okay, mach das. Oh, wer kommt denn da? Ist das etwa Koros? Was hat er denn da vor? Ja, Koros, gib's ihn! Bam! Boah, alle gesilenced. War doch silenced, oder? Komm, mach sie kaputt. Koros, wir zählen auf dich. Ach, der geht auf das Katapult. Mach das Katapult platt. Oh, und schon die ersten Soldaten sind umgefallen. Soldaten der Verlassenen.
Das Katapult neigt sich dem Ende zu. Ich kommentiere es, als wäre es ein Film. Wow, Omf, lol. Ja, sowas würde bestimmt in einem Film gesagt werden. Gut, begeben wir uns unseren Aufgaben wieder, nachdem er hier noch ein paar Soldaten geklatscht hat. Das wäre total spannend. Okay, ich weiß schon, das ist nicht so toll. Ob ich jetzt gerade Schleichen angemacht habe, weiß ich nicht. Ich einfach mal Lust zu. So, da war gerade irgendwie ein kleiner Lag. Vielleicht werde ich im Hintergrund noch das Renderprogramm aufhab. Frag mich nicht, wieso. Ich render nicht, aber ich hab's im Hintergrund schon mal auf. Ist doch schon mal toll, oder? So, ich muss gerade mal eben checken, ob wir gleich nochmal zum Friseur... Nee, wir sind noch... Die Haare sind gut geschnitten und gekämmt. Gut, dann... Das ist ja die Hauptsache, ne? So, und wenn wir zum Friseur gehen, dann verändert sich ja auch das Design unserer Katze und unseres Bäres und so. Die Augen finde ich geil. Lila Augen. Grüne Augen. Und irgendwie habe ich Schnupfen. Ach nee, Schnupfen ist so doof. Und das geht erst so nach 3-4 Wochen immer bei mir weg. Dauert immer richtig lange. Von daher ist das richtig doof. Naja, was willst du machen? Keine Ahnung, was ihr machen wollt. Aber ich will eigentlich, wenn ich jetzt einmal hier bin... Gibt's hier Gasthäuser? Nee, hier gibt's, glaube ich, keine Gasthäuser. Aber ich werde mal kurz den Part beenden, schauen, wie lange ich schon aufgenommen habe. Dann, dass die Parts halt immer so um die 15 Minuten, manchmal, also so 10 bis 15 Minuten sollten halt immer lang werden, 10 bis 17 kann man sagen. Ja, und da hier danach noch was ganz Neues anfängt, vom Gebiet her, würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal. Bis dann!